Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt, der Madcow sitzt vor der Kamera und redet sich einen Wolf. Heute geht es um die Gewinnerauslosung oder Ausziehung. Nein, ausgezogen wird gar nichts, weil die stehen ja eigentlich schon fest. Die Bekanntgabe der Gewinner unseres Ravelis-Turniers vom letzten Samstag, also den 31. Mai, wo wir alle gemeinsam, alle Mann, Mario Kart 8, habe ich es auch richtig rum, weil kann man ja auch andersrum drehen, Mario Kart 8 zusammengezockt haben. Und es hat einen heilen Spaß gemacht. Da war einiges los. Die Bude brennt auch seit dem Release. Also da ist jeden Abend ist von 22 bis 23 Uhr ist die Juli Rush Hour am Start, wo es darum geht, ey, in 5 Rennen, ich hau die Punkte raus. Und das Ort der Awesome Cup, der täglich läuft und überhaupt die ganzen Turniere, es macht einen heilen Spaß. Wir haben alle Spaß und Mario ist der King hier im Spiel. Aber Luigi haut alle weg und macht einfach das, der Todesblick. Und wisst ihr alle Bescheid. Okay, zu viel Gefasel. Lass uns doch mal reingehen. Bevor wir wieder. Limoli. Da war noch was. Heute kam ein Update raus. Lass uns doch mal jetzt so einfach so. Schnickeldickel. Will ich euch das auch noch mit vorführen, was da jetzt neu dazugekommen ist, und zwar die Schnellstartfunktion. Ich habe mich kaum eingelesen. Ich habe es jetzt gerade nur schnell geupdatet. Hat einen kleinen Moment gedauert. Und schauen wir nochmal, was da passiert. Ja, der Schnell wird anscheinend. Also, Schnellstartbildschirm. Okay, also quasi Quick Guide beim Drücken des Home-Buttons. Also wenn man es einschaltet. Cool. Ja, das kann auch Mitteilungen erhalten, wenn es ausgeschaltet ist. Schön. Die Konsole kriegt es ja auch. Wo ist das Problem? Naja, gut. Ach so, okay. Das heißt, Moment, muss dafür die Konsole laufen? Merkwürdig. Okay, also Konsole läuft. Gehen wir das aus, was theoretisch gar nicht geht, außer dass es der Bildschirm aus ist. Naja gut, okay, werden wir sehen. Erfahrungsberichte folgen dann irgendwann demnächst wahrscheinlich im Podcast. So, haben wir auf bestätigt. War das jetzt so schnell oder was? Oder kann ich jetzt einfach hier probiert? Funktioniert das? Probieren wir gleich aus. Ich mache die Vima U aus. Und dann müsste er ja dann theoretisch dann auf... Wow. Auf dem Gamepad dann anzeigen. Hey, du hast letztes Mario Kart 8 gespielt. Möchtest du wieder Mario Kart 8 starten? Ja, möchte ich. Hallo, dauert das lange. So. Hey, oh, da sind wir. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen da oben rein. Ups. Also, ich mache mal kurz aus. Alles live hier. Ich müsste kurz die Konsole spinnen. Sieht's aus. Jetzt flackert es hinter mir wie blöd. Okay, also machen wir es nochmal. Drücken wir hier mal drauf. Starten es drüber. Du wirst nun zum Video-Menü weitergeleitet. Die Schnellstartfunktion ist noch verfügbar. Um sie zu verwenden, schalte die Videokonsole aus und es versuche anschließend erneut. Das hat ja super funktioniert. Nochmal. So, jetzt drücke ich den Home-Button. Startet es mal hoch. Video. Video, 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 Video. Jetzt geht der Bildschirm auch noch aus, oder was? So. Ja. Das ist aber jetzt irgendwie nicht die Schnellstartfunktion, die ich eigentlich haben wollte. Gut, machen wir es halt nochmal. So, dann wackeln wir es rum. Nochmal aus. Jetzt ist es wieder aus. Hinter uns geht das Flagger wieder los. Und die Konsole ist aus. So, jetzt machen wir sie an. Du wirst zum Videomenü weitergeleitet. Die Schnellstartfunktion ist noch nicht verfügbar. Um sie zu verwenden, schalte die Videokonsole aus. Versuche sie. Die war aus! Stupid shit, naja, egal. Den Moment haben wir auch, um das neu zu starten. Tolles Upgrade, ganz toll. Zumindest sollen die Ladezeiten für die Spiele verbessert worden sein. Also gehen wir jetzt einfach Mario Kart 8 rein und schauen mal an, wer denn gewonnen hat. 10 Minuten drin. Der Kerl hat immer noch nicht. Ist noch nicht immer in die Pötte gekommen und hat den Leuten erklärt, was eigentlich Sache ist. Naja, so ist das eben. Das Spiel startet ja relativ fix. Ihr kriegt auch dann gleich noch gesagt, was ihr gewonnen habt. Der erste Preis war ja schon klar. Das war ein Ravioli-Shirt, kein Polo. Das ist auch noch aus der Revision 1. Die gibt es nicht für draußen, aber das eine Shirt. Das, was ich in der Ankündigung anhatte. Das kriegt dann auch der Erstplatzierte. So, Turnier. Das Ravioli-Turnier ist vorbei. Aber wir haben eine Rangliste. Und
Platz 1 ist Fabian mit 406 von 480 möglichen Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das T-Shirt gewonnen. Ich setze mich über die Nintendo Network ID mit dir in Verbindung, um deine Adresse zu bekommen, damit wir dir das Shirt zukommen lassen können. Dann gefolgt von Miguel. Du, mein Guter, bekommst einen 5€ Gutschein für den Nintendo eShop, damit du fleißig dich einkaufen kannst mit allen tollen Titeln. Das ist ja, glaube ich, die Woche ist, was ist jetzt im Angebot? Da war irgendwas auf 1,99 reduziert. Das war auf dem 3DS. Aber da kannst du auch verwenden. Du kannst im DME-Shop The Witch and the Hero runterladen. Das ist jetzt im Angebot. Die Woche kommt. Wenn das rauskommt, wahrscheinlich schon. Egal, kannst du auch was anderes holen. Zum Beispiel Steam Dig World, wie es heißt, ist auch gut. Und. Also, ich setze mich auch über die Nintendo Network ID mit dir in Verbindung und lass sie dann in den Kopf zukommen. Und dann haben wir einen nicht-deutschen Gewinner. Gibt es rechtliche Probleme dann damit? Kriegen wir schon hin. Kriegst du privat zugeschickt. Den guten Jalex, der mit 374 Punkten auf Platz 3 dann gelandet ist. Du bekommst ein Nintendo 3DS Wheel. Also eine Hülle, die habe ich tatsächlich hier, die habe ich vergessen mitzunehmen. Da kannst du den normalen kleinen 3DS reinklipsen und hast du dann eben wie bei dem Wii Wheel zum Beispiel, hast du dann da eine coole Funktion. Also quasi prinzipiell, aber man kann es auch besser halten, ne? Wisst ihr Bescheid. Das kriegst du auch. Ich setze mich auch über deine Nintendo Network ID mit dir in Verbindung, um deine Adresse zu kriegen. Und dann schicken wir dir das zu. Und so, und dann gucken wir uns mal kurz an, wer ist denn hier noch in der Top 20? Gut, Platz 4 hat der Wheeler geschafft, der relativ spät nachmittags, glaube ich, eingestiegen ist. Aber dann doch ordentlich auf Platz 4 gekommen, gefolgt von Dennis mit 367 Punkten. Ist fein abgestuft, ne? 368, 367, 366. Voll die binäre Abzählung. Der Jens auf Dennis auf Platz 5. Yoshi auf Platz 6. Robsy hat es auf 7 geschafft. Und das Retro-Schaf auf Platz 8. Xal, gegen den habe ich auch ein paar Rennen gefahren. Der war auch da schon sehr weit am Ende. Hat seine 32 Rennen schon fast durchgehabt. Ist auf Platz 8 angekommen. Chaco habe ich, glaube ich, noch ein Rennen dagegen gehabt. Mit ihm, gegen ihn, wie auch immer. Mit 356 Punkten auf Platz 10 gelandet. Gefolgt von Alex auf Platz 11. Dann kommt der Maurice. Ich denke immer, der Maurice und der Wieler, die haben beide so verflucht ähnliche Mies. Denke ich immer, das wären dieselben Personen. Sind es aber nicht. Er ist auf Platz 12 gelandet. Und dann Edgar auf Platz 13. Gefolgt von Mäse aus der Schweiz mit 346 Punkten. Dann kommt der erste Ravioli. Mit 338 Punkten auf Platz 15 der Bersi. Der Killer Bersi. Knapp darauf gefolgt auch mit 334 Punkten von Leith auf Platz 16. Dann kommt der Beefy auf 322 Punkte. Gefolgt von mir auf Platz 18 mit 321 Punkten. Beefy, nächstes Mal richtig. Gefolgt von Jan Luca mit 320 und mit 310 Punkten auf dem 20. Platz der Sepp. Also ihr habt mindestens 310 Punkte gebraucht. Oben, aber das habt ihr wahrscheinlich selber gesehen, wenn ihr in die Rangliste geschaut habt, um eben in die Top 20 zu kommen. Nichtsdestotrotz gibt es noch jede Menge anderer Turniere. Wie gesagt, hier die Ravioli Rush Hour, täglich von 22 bis 23 Uhr. Code ist unten, merkt ihn euch, schreibt ihn euch auf. Momentan führt der Alex, dann gefolgt von Baby Loop. Mattes auf Platz 6, Maurice wieder auf Platz 4, also das wechselt täglich, das ist cool. Dann haben wir noch den Awesome Cup. Da ist aktuell der Jalex sogar auch auf Platz 1. Uiuiui, Kollege fährt einen ordentlich heifen Reifen, damit er so weit oben ist. Okay, ja, hier sogar ein Holländer dabei, Justin K. mit 10 Punkten auf Platz 8 aktuell. Richtig cool. Und ja, das sind so die laufenden Cups. Dann gibt es ja noch den Ravioli Cup, den habe ich irgendwann mal aufgemacht. Der ist auch täglich von 17:30 bis 23 Uhr. Das war so gedacht als für die arbeitende Gesellschaft, so der Feierabend-Cup. Vielleicht hätte ich das auch einfach so nennen sollen, statt den Ravioli-Cup. Jetzt habt ihr ja gesehen, jetzt machen da vielleicht schon ein paar Leute mal mit. Schauen wir mal. Im Moment ist nämlich hier tote Hose, weil von dem habt ihr keinen Code, also werdet ihr noch nicht sehen. Okay, das war's
zurück, 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 zurück. Das war's eben zur Bekanntgabe unserer Preise, zu unserer Gewinne, das war Release Turnier. Sorry, wenn das jetzt wieder hier ein bisschen lang geworden ist. Ihr kennt mich, ich krieg das nicht kurz und knapp auf die Reihe. Ich muss mich mal ausschweifen, so ist das eben bei mir. Trotzdem danke, dass ihr zugeschaut habt. Zockt weiterhin fleißig Mario Kart mit uns. Ich sollte auch anfangen, einfach langsamer zu reden. Dann wird das auch etwas besser insgesamt. Dann kommt man da auch in einen besseren Fluss und nicht in einen Stausee rein. Egal. Doch, jetzt läuft auch die Demo. Das ist für mich das Zeichen zu gehen. Also, nochmal Dankeschön und Wiedersehen und bis demnächst.